Hallöchen meine Freunde und damit herzlich willkommen einmal hier wieder zurück zum Bus-Simulator 18 mit meiner Wenigkeit. Wir fahren die zweite Strecke, die auch nochmal ein bisschen, also ich gucke nochmal kurz, ob das so hinhaut, wie ich mir das gerade gedenke. Genau, von ZUB auch wieder über die Südspeise. Also eigentlich, man könnte schon fast sagen, also es sind aber, wenn man sich das hier anschaut, exakt 6 Haltestellen, exakt 9 Haltestellen. Und das ist jetzt halt wirklich eine Strecke mit exakt 6 Haltestellen. Ne? Also ist an sich, ja, ja. Ist an sich nicht viel. Wir müssen weiterhin unseren kleinen Citroën nehmen. Ja, oder Citaro, Entschuldigung, Citroën. Genau. Oh wow, internationaler Feiertag. Da haben wir uns ja wieder mal eine Freude gemacht. Oh, Haltespruch 6. Ja, Mahlzeit. Gut, also dann kann man Kartenverkauf aus. Sobald ich zu Hause bin, schlage ich mir den Bauch mit Keksen voll. Das dürfen Sie gerne tun. Nein, na klar. Und da haben wir schon den ersten Schwarzfahrer, zwei Schwarzfahrer. Hier ist die Fahrt. Na klar. Na klar. Dankeschön. Na klar. Gut, dann haben wir schon mal hier beim Start zwei ganze Schwarzfahrer. Ich bin beeindruckt. Nächster Halt, Hauptbahnhof. Zwei Schwarzfahrer schon beim Einsteigen von der ersten Stadthaltestelle. Ja gut, das muss man dementsprechend auch erstmal schaffen. Das muss man urasch mal schaffen. Aber durch den Feiertag, denke ich mal, wird da noch einiges an Schwarzfahrern heute auf uns zukommen. Jetzt müssen wir aber erstmal zum Busbahnhof. Nein, nicht zum Busbahnhof, zum Hauptbahnhof. Da sind sämtliche enge Straßen hier durch, aber dafür haben wir den Vorteil. Ein bisschen kürzer, als würde man außen rumfahren. Wenn kein Querverkehr kommt, wohl bemerkt. Ich weiß nicht, ob ich mit dem Fahrrad nicht doch schneller wäre. Nee, glaube ich persönlich weniger. Glauben Sie mir einfach mal. Glauben Sie mir einfach mal. So, müssen wir hier biegen. Das ist nämlich eh alles Einbahnstraße. Machen wir mitten in der Stadt ein Schlagloch. Ach du Scheiße, ne, wieder der Stau unseres Lebens. Ah ne. Ich überlege mir einen Hund anzuschaffen. Echt? Wie kommt's? Also, ich glaube, das wäre total schön. Aber ich weiß natürlich, die ganze Arbeit. Und die Kosten sollte man für so einen Hund auch nicht vergessen. Ich hasse die Werbepausen im Winter der Leidenschaft. Muss ich hier? Komm irgendwie immer genau dann, wenn es spannend wird. Dann muss ich ja wirklich mal ja ganz kurz anhalten. Nein, wir machen noch eins. Das ging jetzt sogar aus, haben wir eine Grünphase bekommen. Alles so geplant. Sieh dir den ganzen Abfall auf der Straße an. Warum kümmern sich die Leute nicht mal um ihren Müll? So, einsteigen, tschüss, einsteigen, aussteigen, drei Tage wach. Hi. Das Wetter ist einfach wundervoll. Ja, und die Fahrgäste auch. Na klar, wie oft wollen Sie... Dankeschön, wie oft wollen Sie die... Hier ist die Fahrt. Danke, dankeschön. Sie haben mein... Ich hab Ihnen meinen... Wie oft wollen Sie, wie oft wollen... Klar. Danke. Na klar. Danke. Klar. Danke, hier ist die danke. Hier ist die Fahrkarte. Hier, danke. Hier ist die Fahrkarte. Wie oft wollen Sie die denn noch sehen? Ja, also ich kann doch hier bei den ganzen Zwillings- und Drillings einige Geschwister hier nicht unterscheiden, wer hier wer ist. So,
Gut, da haben wir schon mal zwei Haltestellen an sich abgearbeitet. Sind es nur noch vier. Was ihnen schmeckt. Probieren sie das mal. Man sieht jetzt schon, ganz wirrwarr wieder hinten über die Stadt an der Minimap raus. Wieder hinten ums Umland. Warum die Strecke hier so führt, entweder soll das die Expressroute sein, das andere eher weniger. Ich habe keinen Plan so genau, was der Planer da so definiert hat. Aber ja, wir lassen ihn einfach mal machen, sage ich mir da. Weil er ist ja schließlich der Profi, nicht ich. Ich bin doch eher der Profi im Busfahren. Kappa. Aber bitte Gas geben, solange wir hier die Grünphase noch haben. Auf jeden Fall wurde schon mal Haltewunsch gedrückt, finde ich gut. Die nächste Haltestelle ist noch ein bisschen entfernt, aber nur ein bisschen. Hier haben wir erstmal wieder eine rote Ampel. Oh. So, jetzt müssen wir hier über den Kreisverkehr rechts raus, dann wieder da im Kreisverkehr, wieder links raus. Komplett, ich weiß auch nicht. Komplett verwirrend gemacht. Aber auch nur so, weil dort, nee, da war ja nicht mehr eine Haltestelle. Der hat mich wirklich einfach so hingeschickt. Da kann ich sogar nicht mal was dafür. Ich kann das ja nicht mehr umdrehen. Naja, aber dann drehen wir halt unsere Runden hier im wunderschönen Kreisverkehr. Überredet, Winter der Leidenschaft zu gucken. Jetzt ist er ein größerer Fan als ich. Wahnsinn! So. Da geht's. Ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt hier Autobahn ist oder so. Ich lasse mich jetzt selber mal überraschen. Ich war hier noch nie. Jedenfalls Gefühl. Ja, Autobahn. Wahnsinn. Wenn auch nur in... Ja, danke. Wenn auch nur ein kleines Stück. Oh, ja. Zum Glück ist bald Sonntag. Ja, naja, dauert schon noch ein bisschen. Aber ja, definitiv. So, jetzt kommt es halt drauf an. Wo muss ich lang? Ich muss geradeaus. Ja, das ist, sind immer so die Momente, da weißt noch du dann halt Tag, nicht. Dann habe ich endlich frei. Herzlichen Glückwunsch. Da weißt du dann nicht mehr. Ich meine, klar, hier ist Kreisverkehr und alles, aber hätte es ja auch andersrum sein können. Boah, mit 60 im Kreisverkehr rein. Macht man so, kennt man so, ne? Kannte ich damals schon als Kind, ja, wo ich noch zur Schule ging, von meinem Busfahrer. Hab geerbt. Nächster Halt, Peacecobble Grange. Absolut pünktlich, danke sehr. Danke, wo kommen die ganzen Leute hierher? Ist ja Wahnsinn. Warum? Hey, du kommst gar nicht so lustig rüber. Du wirkst eher wie so ein langweiliger NPC. Ah. Oh. So ein schöner Tag. So. Nächster Halt, Steineck, Kirche. Genau, da vorne. Da machen wir dann auch im nächsten, wie soll man sagen? Ja, den musste ich jetzt natürlich mitnehmen, konnten ja schlecht ausweichen, wenn mir hier eine Karre auf der Nebenspur mithängt. Hey, lange nicht gesehen. Oh, hi. Ja, stimmt. Letztes Mal war... Ja, genau. Damals, das war als... Ja, echt schön, dich zu sehen. Ich wünsch dir was. Diese Gesprächsdialoge faszinieren... Haben wir es eilig? Ja. Diese Gesprächsdialoge faszinieren mich bis heute. Zumal muss ich mich auf genug konzentrieren. Auf Blitzer, auf Schlaglöcher, auf Gegenverkehr, auf die Dialoge, aufs Lenkrad, auf die Gehkräfte.
Ja, ein Job eines Busfahrers, der ist nicht zu unterschätzen. Gerade auf solche Scheißschlaglöcher wie hier. Jetzt ausweichen. Hey, hast du die letzte Folge von Winter der Leidenschaft gesehen? Na klar. Ich hätte ja nie gedacht, dass Hans sowas tun würde. So. Ich glaube, ich habe gerade ein UFO gesehen. Ich nicht. Also sind Sie bekloppt, also haben die Züge. In der geschlossenen, in die Züge, genau. Ab in die Klapse. Nächster Halt, Steineck, Kirche. Absolut pünktlich, danke sehr. Bitte. Also, während die hier rummehren, geht. Ja, tschüss. Während die hier rummehren, geht leider wohl, ne? Dann lassen wir die erstmal allein steigen. Wiedersehen. Hast du Lust, ins Kino zu gehen? Das Wetter ist einfach wundervoll. Ja, klar. So, klar. Ja, viele wollen hier noch aussteigen, ist ja Wahnsinn. Oder einsteigen. Hier, Karte, hier. Karte, oh, danke. Karte. Oh, hier, danke bitte. Schön. Hier ist, na klar. Danke, hier danke. Ist die Fahrkarte. Klar, danke, hier ist die danke. Ich habe Ihnen meine Fahrkarte schon gezeigt. Ja, das weiß ich doch nicht. Hier sitzen so viele drin. Was zum Geier ist das für ein Geräusch? Hört das noch irgendwer? Ja, das war der Blinker, tut mir leid. Den muss man drücken, wenn man abbiegt. Das ist so gesetzlich vorgeschrieben. Da kann ich leider auch nichts dran machen. War das ein Geist? Nee. Leider nee. Oh, wir müssen langsamer machen, weil die haben ja Blitzer im Dorf. Gruyère, Müller. Ja, auf Französisch hört sich alles irgendwie niedlich an, obwohl jemand sagen kann, das ist ein verschimmeltes Obst oder eine verschimmelte Banane. Müller, Banana. Ne? Schon hört sich das, keine Ahnung, kulturell hochwertvoll an. So. Aber wir müssen natürlich auch bei dieser Route wieder einmal zurück zum ZOB. Das ist ganz klassisch. Aber ansonsten, ihr seht, Fürth ist über die gleichen... Fahren Sie ein Rennen? Nee, ist doch alles gut. Entspannen Sie sich, junge Fräulein. Ja, das hat aber auch nichts mit der Geschwindigkeit zu tun, die wir fahren. Wir schneiden ja nicht Raumzeit-Konternium, Vinium, whatever. Oh. Ich hoffe, ich kann unterwegs ein bisschen schlafen. Ja, das könnt ihr die ganze Zeit tun. Ich meine, bis zur Endstation ist es nicht mehr lang, aber ein bisschen haben wir auf jeden Fall noch, junger Mann. A little bit haben wir auf jeden Fall noch. Das steht jetzt schon mal fest. Aber meine Freunde, wir sind erstmal wieder fertig für den Part hier. Deswegen danke ich natürlich auch wieder fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Part wieder, wenn ihr mögt. Das Däumchen da lassen nicht vergessen. Gestern sind wir an einer rosa Kuh vorbeigekommen. Ja, die habe ich auch gesehen. Ja. Däumchen da lassen, nicht, Das Däumchen da, hallo, hält er auch mal an. Das Däumchen da lassen, nicht vergessen. Und ja, bis denne, hau da, renne, tschüss.